Und damit seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ingram zu einem neuen Part Pokémon Strahlender Diamant mit dem Zwergenfürst. Ja, auf geht's, weiter ins Abenteuer. Wir waren beim letzten Part stehen geblieben, nachdem uns der Seppi, ich glaube der Seppi war es, nee, das war der Lucius, der hat uns das hier gezeigt. Der Seppi war schon abgehauen, hat uns hier die Stadt gezeigt, nein, die Stadt nicht, aber das hier, das Pokémon Center, ist uns da, der Pokémon Nacht hat uns gezeigt. Und ja, dann sind wir zurück zu Mutti und haben gesagt, dass wir in ein Abenteuer aufbrechen. Und ja, da sind wir jetzt hier wieder. Ich würde schon sagen, im Pokémon Center waren wir schon mal, da haben wir auch schon mal unser Pokémon Team geheilt. Wir gehen gleich mal rein in den Pokémon Supermarkt. Da waren wir noch nicht drin. Schauen wir hier mal nach, was es hier so Tolles gibt. Gehen wir mal shoppen. Willkommen, wie kann ich dir helfen? Ich kaufe etwas. Ich kaufe erstmal 2 Bälle. Und wenn das Spiel das nicht geändert hat, werde ich nämlich noch ein paar Bälle dazu kriegen. Deswegen investiere ich erstmal in Tränke. Da habe ich, wie es auch schaut, schon 10 von. Brauche ich eigentlich nicht. Dann brauche ich nicht dazu investieren. Dann kaufe ich hier lieber noch 3 dazu. Pokébälle kann man nie genügend haben. Sehr schön. Machen wir das. Oh, warte. Da waren noch Leute drin. Leute. Dann läuft dir ein Pokémon über den Weg, das du unbedingt haben willst, dann wirf einen Pokéball. Du solltest immer mindestens einen dabei haben. Die Regale sind voll gestopft mit Pokémon-Produkten. Verliert ein Pokémon all sein KP, kann es nicht mehr weiterkämpfen. Um das zu verhindern, decke ich mich hier mit jeder Menge Tränken ein. Jetzt aber. Jetzt kann man noch ein bisschen die Stadt erkunden. Damit ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich jede jetzt besser mal. So, nun kann ich ein Päuschen anlegen. Der erinnert mich an Speichern. So, am Anfang des Parts. Okay. Wow, Pokémon sind so cool. Man kann sie in Kämpfen einsetzen und dann dadurch stärker machen. Ach, ich hätte auch gern welche. Das wäre so cool. Okay. Eine Route 201, ein Strand von Sandgemma. Du findest ein Gegengift. Okay. Haus von Lucius. Ach, hier wohnt er. Na dann. Hausfriedensbruch bei Lucius. Ah. Professor Eibe ist also zurück. Er ist ein bemerkenswerter Mann, der schon seit vielen, vielen Jahren Pokémon erforscht. Mein Sohn und mein Enkelkind gehen ihm aktuell bei seinen Forschungen zur Hand. Wer bist du denn? Oh, du bist Zwergi? Ach, dann hilfst du doch bestimmt dem Professor mit seinem Pokédex, oder? Wow, mein großer Bruder macht das auch. Na dann, viel Erfolg. Besuchen Sie die Trainerschule für einen harmonischen Umgang mit Pokémon. Ich fühle mal in seinen Sachen rum. Okay, da schläft seine Schwester. Da er. Du wirst einen Blick auf den PC-Bildschirm. Ja, ja, XY. X-Knopf drücken, der Apfel ist leer. Und der Opa schläft wieder unter der Spüle. Oder was? Scheiße. Professor Eibe, der schläft im Labor. Das Ding, das du da hast, das ist doch ein Pokédex, stimmt's? Dann wirst du dich wohl bald auf die Suche nach den unterschiedlichen Pokémon begegnen.
Du bist wirklich ein Putzglück. Ein Putzglück. Ein Glückspilz. Wo Putz? Was zum Henker? Okay. Einzimmerwohnung. Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Vergiss aber gerade zu Beginn deines Abenteuers nicht, sie regelmäßig im Pokémon Center zu heilen zu lassen, während du sie trainierst. Ein guter Trainer achtet stets darauf, seine Pokémon nicht zu viel KPK verlieren. KPK, ja genau. Und bewahrt sie somit davor, kampffähig zu werden. Kampfunfähig zu werden. Reden kann ich auch nicht mehr. Für Momente mit Freunden in deiner Nähe, die dein Herz vor Freude hüpfen lassen. Der lokale Raum ist dein Fenster zur Welt, wo du dich mit anderen verbindest. Ich hätte da mal eine Frage. Ja, wenn das hier Sandgemme ist, wenn das hier alles Sandgemme ist. Wir haben hier einmal den Lucius, da haben wir seine kleine Schwester, seinen Opa. Da haben wir hier die zwei Leute drin. Da haben wir den hier und den hier. Da haben wir noch den Professor und seine zwei Mitarbeiter. Wo schlafen die alle? Wir haben hier zwei Hol. Wir haben hier ein kleines Haus, ein Raumzimmer hier. Ohne Bett. Hier haben wir ein Haus mit zwei Betten drin. Einer kann auch in der Küchenzeile schlafen. Wo schlafen die alle? Professor Eibel schläft im Labor. Seine Assistenten scheinbar auch. Pokémon Center Angestellten schlafen im Pokémon Center. Auch alle, die im Pokémon Center stehen, das sind wahrscheinlich Touristen, ja, das kann man vielleicht noch denken. Die übernachten. Es gibt auch kein Hotel hier, die übernachten im Pokémon Center. Und die Einkäufer hier und die Angestellten hier im Pokémon Supermarkt auch dort. Ja, die beiden in ihrem einen Bettzimmer ohne Bett, das ist in ihrem Zimmer, die schlafen in der frischen Luft. Oder so. Ich weiß auch nicht. Route 202. Na dann. Auf geht's. Lucius hilft uns im hohen Gras weiter. Oh, stimmt. Ich habe ja noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ich fange jetzt einfach mal eins und du siehst mir dabei zu. Einverstanden? Wenn es sein muss. Daran haben sie also auch nichts geändert. Ein Bizarre erscheint. Los, Chillast! Man muss dem noch zugucken, wie er es macht. Immerhin nicht so wie damals. Das ist. Oder so. Hier. Dup, 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 dup. Da zeigt der Pfeil hin. Da guck hier. Dup, 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 dup. Erstmal zwei Minuten warten, bis der die eine Option anklickt. Ich weiß doch, wie man das macht. Das ist doch nicht mein erstes Pokémon-Spiel. Ich glaube, in späteren Editionen gab es doch sogar eine Option, dass du auswählen kannst. Dass du dich fragt, hast du das Spiel schon mal gespielt? Weißt du schon, wie man Pokémon fängt? Und man sagen kann, nö, weiß ich noch nicht, bitte zeig's mir. Aber ja, habe ich schon, weiß ich schon, ist mein 128. Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Und 128 Mal habe ich schon andere Spiele gespielt. Bitte halt's Maul. Ja, so ungefähr. Hehehe, das war nicht von schlechten Eltern. Wie? Eigentlich sollte man dem Pokémon aber noch mehr KP abziehen, als ich es getan habe. Es ist wichtig, die KP eines Pokémon so weit wie möglich zu verringern. Ein kerngesundes Pokémon lässt sich nämlich nur schwer fangen. Oh, und wenn du ein Pokémon mit einer Attacke zum Beispiel in Schlaf versetzt, ist es noch einfacher zu fangen. Nun denn, hier, eine kleine Starthilfe. Als Starthilfe schenke ich dir noch ein paar Pokébälle. Du hast 5 Pokébälle, weil ich das weiß. Du verstaust die Pokébälle in der Pokéballtasche. Wenn du mit vielen Pokémon unterwegs bist, kannst du weitere Strecken reisen. Ich kann halt echt nicht lesen.
Dadurch begegnest du natürlich auch mehr Pokémon. Man sieht sich. Vorlesen ist heute echt kritisch. Trainerpass. So sehen wir aus. Noch gab es keine Kleideranpassung. Die kriegen wir, habe ich gehört. Gibt es später noch im Spiel die Möglichkeit, seinen Charakter anzupassen. Ich laufe hier gerade mal ein bisschen kreuz und quer durchs Gras. In der Hoffnung, dass ich auf dich hier treffe. Ein Starlini wild erscheint. Los, Mordi! Ein paar Flammen. So, greif an. Ich glaube, Blut ist jetzt nicht so gut. Jetzt reimt es halt, stimmt's. Oha, Kratzer ist auch kritisch. Dann müssen wir das erstmal trainieren, damit es irgendwie halbwegs was aushält. So, Beute. Oh, 25 Pokébälle. Okay, das waren schon ein bisschen mehr. Also haben wir 20 Bälle gekriegt. Alles klar. Damals waren es, soweit ich mich erinnere, nur 5. Und. Zack. Klasse, Staralini wurde gefangen. Erfahrungspunkte erhalten. Modi recht Level 7. Für Staralini wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein Star-Pokémon. Oh, ich habe den Eintrag gar nicht durchgelesen. So ein Mist. Wollte ich eigentlich machen. Staralini einen Spitznamen geben. Da ich mir jetzt gar nichts. Hätte ich mir das schon mal ausdenken können, aber habe ich mir jetzt gar nicht was vorbereitet. Wie nennen wir den? Ist ein männliches. Dann bleibt ja nur noch eins übrig. Für fünftes Rotteam von meinen mit YouTube-Kollegen. Ja, der Icaricus. Icaricus, aka Prof. Icaricus wurde in dein Team aufgenommen. Ist nun ein Staralini. Am Pokémon Center, wir müssen trainieren. Wir müssen den Prof auf ein höheres Level bringen. Ich würde das jetzt schon anfangen, gleich mal im Keim ersticken und schon mal hier durch die Levelunterschiede im Team schon mal im Keim ersticken. Und das Staralini jetzt schon mal im Mondgras, das dauert nicht lange. Auf Level 3 von Level 3 auf. Ich glaube Level 6 war es. Auf Level 6 trainieren. Das ist ja schwach. So, Sekunde. Ich wollte eh mal. Oder Level 7 sogar schon. Ja, das war auch ein Kritikpunkt an diesem Spiel. Dass die EP-Teiler sich hier ausstellen lässt. Dass die Pokémon eh mitgelevelt werden. Und dann auch bald overlevelt sind. Oh, Scheinungswild erscheint. Oha. Hätte ich fast Lust drauf, es zu fangen. Ich bin mir aber nicht sicher. Sollen wir noch warten bis später? Das wird bestimmt noch ein anderes Scheinungs uns über den Weg laufen. Das ist hier in diesem Bereich, glaube ich, ziemlich selten, dass das hier vorkommt. Ich warte vielleicht noch. Da war eher eine andere Stelle, wo ich mir dachte, vielleicht gucken wir dann hoch höher levelliches Reden. Lesen und reden, das ist heute schwer. Ein höher gelevelteres Scheinungs. Ich würde das jetzt hier gerne mal zum Training benutzen. Scheinungs benutzen, ja genau. Nein! Verdammt, ich wollte gerade einen Trank geben.
Meine Fresse, was ist heute los? Das lief mies. Ein Sandgämmer. Ich will mal Pokémon-Team heilen. Da müssen wir mal auf die Tränke achten. So geht das nicht, wenn das Pokémon stirbt, dann ist das ja, kann man damit nichts gewinnen. K.O. Pokémon bringen hier nichts. So, wir kriegen ja schon in der Anfangregion solche, in den ersten Büschen hohes Gras kriegen wir schon solche Sachen hier geliefert. Das ist aber auf jeden Fall, das habe ich aus Pokémon Diamant auf jeden Fall anders in Erinnerung. Da hatten wir genug Gizas und Staralilis hier am Anfang, in dem ersten Gebiet. So was habe ich, das habe ich so am Anfang nicht gesehen. War in diesem Gebiet noch nicht. Auf jeden Fall, wenn dann äußerst selten. Das ist also wirklich dann, wenn das mal passiert ist, dann zu wenig, zu 2-3%, vielleicht irgendwie ist man, dass man ja zu einem, vielleicht sogar 1%, irgendwie ein halber Prozent, dass ein Zirpus hier aufgetaucht ist. Das kann eigentlich nicht sein. So fast 50% Sterili, fast 50% Bidiza, was hier in dem Gebiet normalerweise kam. Noch kein Level ab. Ist täuschend. Denn wie ihr gerade gesehen habt, das andere Pokémon wird mitgelevelt. Also, stelle ich mir die Frage, ob wir das überhaupt hinkriegen, das auf die, das gleiche Level zu geben. Wird schon irgendwie, aber da kommt ein Belitzer. Muss ein Zerikus. Ein Kerikus. Ich weiß immer noch nicht, wie man nicht ausspricht. Ich nenne nicht mal Poff. So werde ich das, glaube ich, auch hier halten. Ein Flug-Pokémon. Später, wenn ich das richtig im Kopf habe, Staraptor. Ist schon nicht zu unterschätzen. Raptor, das kann schon, ist auf jeden Fall ein wertvolles Teammitglied, auch wenn es jetzt erstmal noch schwach erscheint mit seinen 3 KP, mit seinen 3 Leveln. Noch einige Tränks, einige Tranker draufgeschissen, Mehrzahl von Trank braucht. Das wird noch ein großartiges, wichtiges Teammitglied. Nicht zu unterschätzen. Das sollten wir trainieren. Das ist wichtig. Den Prof werden wir noch brauchen. Einen Volltreffer. Na gut, wenn du mal einen Volltreffer machen würdest. Blitzer besiegt. Level 4. Ich glaube, wir sollten mal dann ins Pokémon Center. Da eben mal eine Heilung vornehmen. Und dann mal in den nächsten Trainerkampf, in den ersten Trainerkampf schon mal gehen. Dann können wir auch noch ein bisschen trainieren. Lassen wir Staralilis erstmal an der Spitze. Hätte vielleicht mal einen Trank einsetzen sollen. Ach, Silberblick. Juckt. Juckt nicht. Wie ihr übrigens im Spiel seht, habe ich auch noch nicht erwähnt. Und wie ihr seht, ist hier auch Nacht. Das Spiel hält sich tatsächlich an die Switch-Uhrzeit, die eben also eine echte Tageszeit kann sich schwer halten, aber hält sich an das, was die Switch ihm sagt. Also meine Switch ist, glaube ich, relativ auf echte Zeit eingestellt, aber wenn du nachts spielst, dann wird es auch im Spiel nachts sein. Ja, am Wochenende werden wir vielleicht, obwohl im Wetter eher am Abend spielen können, also Sonnenuntergang-Feeling und
Ein Nachtfeeling werdet ihr sehen, also lichter Tag wird es jetzt hier schwierig. Sein, ich stell mal die Nintendo Switch Uhr um, das könnte ich auch mal machen. Wenn wir mal den frühen Morgen mal miterleben wollen und so. Ach so, scheiße, ich wollte ins Pokémon Center. Ich habe am Anfang des Parts hier noch ein bisschen übers Gras rumirren. Anfangstraining. Hier wird sicherlich auch Parts geben, die ich fürs Training später gebrauchen werde. Training ist hier nichts Falsches. Und wenn es denn nötig wird, mal, ich glaube nicht dank des EP-Teilers, wird es das nicht so häufig. Dann wird es das nicht so häufig werden, das Training. Nämlich nötig. Aber gut. Auf den ersten Trainerkampf. Du bist ein Pokémon-Trainer und ich bin ein Pokémon-Trainer. Unsere Blicke haben sich getroffen, also müssen wir jetzt miteinander kämpfen. Naja, müssen, das ist so ein bisschen viel gesagt. Das ist, ja, müssen tun wir gar nichts, außer leben, sterben, essen, atmen. Auf Klo müssen wir auch irgendwie. Wir müssen schon ganz schön viel, aber kämpfen, naja. Oh, der Attacke, Ruckzuckhieb. Hätte ich auch wieder übersehen. Komm, schleichen die neuen Attacken. Na komm. Lass dich nicht besiegen. Na Prof. Komm. Mach's alle. Für ein paar Erfahrungspunkte für ein neues Level. Eventuell. Level 6. Knips Gunther. Da geht er unter, der Gunther. Du bist stark, richtig stark. Du gewinnst 380 Pokémon und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Gunther hervor. Ach, hat sich gut angefühlt, den Satz wieder zu sagen. Und dann nicht der nächste Trainer. Oh, was sehe ich denn da? Und jetzt kämpfe bitte mit mir. Das habe ich ein bisschen überblättert. Dürredanine fordert dich heraus. Dürredanine setzt Bediza ein. Los, Ikerikus. Los, Ruckzuckhieb. Du brauchst einen Trank. Aber dringend. Sein Bediza setzt heute ein. Dann ist das jetzt nicht so dringend. So dringend. Ach, was soll es? Bediza-Gegner wurde besiegt. Höhere Nadine setzt als nächstes Bediza ein. Was, die hat noch eins? Ja, von mir aus. Ich habe noch einen Starter-Pokémon. Als Ersatz. Ruckzuckhieb wird es wahrscheinlich brauchen. Bading, bading, bading. So, zack. Mit Leichtigkeit. Mit Leichtigkeit. Dürredanine wurde besiegt. Ich hatte keine Chance. Du gewinnst 348 Pokémon Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Dürredanine hervor. So, weiter geht's. Ab ins hohe Gras. Ein paar Pokémon hier im hohen Gras. Keine. Okay. Los, lass uns kämpfen. Hehe, der Sieg wird allerdings an mich gehen. Glaubst nur du. In deinen Träumen. In deinen kühnsten Träumen. Knirps Logan setzt Shinox ein. Los, Ikerikus. Lass dich ausbluten. Ein Bedroher von Shinox wirkt. Tränke gibt es heute nicht. Aber ja. Donnerschock. Es war sehr effektiv. Ikerikus wurde besiegt. Das war abzusehen.
So, Moni, du bist dran. Los, Vergeltung, Glut. Vergeltung für das Game Over gegangene Krikus. Zum Glück, da machen wir keine Nutstop Challenge. Ja. Habe ich es einmal versucht? Ich glaube, ich habe es einmal versucht. Bei irgendeinem Let's Play habe ich es mal gemacht. Nachslog gespielt, aber lass mal. Du bist echt krass. Du willst 380 Pokémon dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Trainer hier hervor. Namen. Hallöle. Manche Pokémon erscheinen nur morgens, andere hingegen sieht man nur nachts. Ich werde einfach so lange nicht warten, bis ich jedes einzelne gesehen habe. Und da kannst du ja Wurzeln schlagen. Findest einen Trank. Da hat sich ja die Strecke gelohnt. Keine Pokémon hier? Ah, doch. Sehr schön. Ein wildes Staralini. Ja, können wir Flucht machen. Lohnt sich nicht wirklich. Ja, dann werden wir wohl irgendwann mal, dass ich die DS-Uhr wird schon sagen. Ich verfalle in alte Muster zurück. Die Nintendo Switch mal ein bisschen umstellen, die Zeit mal auf Mittag stellen und auch mal andere Pokémon sehen können. Warum nicht? Hey Zaggy, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Echt so viele? Und wohl eher so wenige. Ich denke, du sollst ein paar mehr fangen. Eine große Anzahl Pokémon zu trainieren ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber es lohnt sich, denn je mehr Pokémon du hast, desto glücklicher wirst du. In Jubelstadt gibt es übrigens eine Trainerschule. Sollst du mal vorbeischauen? Da bringen sie mir so einen Müll bei? Okay. Zappy ist vorhin auch schon dorthin aufgebrochen. Dann mal weiterhin viel Erfolg mit deinem Pokédex. Man sieht sich. Man riecht sich. Jubelstadt. Stadt der Freude und Zusammenkunft. Sehr hübsch. Aus Friedensbruch. Hallo Trainer. Wenn du mit deiner Weisheit mal am Ende bist und nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann sprich mit den Leuten. Quatsch mit jedem, den du siehst. Reise, wohin dich deine Beine tragen. Denn so wirst du immer wieder Neues erfahren und es werden sich dir neue Wege auftun. Pokémon sind tiefgründige, geheimnisvolle Geschöpfe. Doch die Trainer scheinen in erster Linie nur ans Kämpfen zu denken. Nicht alle Trainer. Nicht alle. Wusstest du eigentlich schon, dass sich manche Pokémon-Arten entwickeln, nachdem sie durch Kämpfe stärker geworden sind? Außerdem kann sich durch die Entwicklung auch ihr Aussehen völlig ändern. Ich bin nicht neu hier. Der Umstand, dass Pokémon zur Entwicklung fähig sind, macht sie so geheimnisvoll. Schnell raus hier. Jubelstadt. In der Nacht. Ich tausche gerade Pokémon mit einem Freund. Ich gebe meinen Pokémon immer ein Item zum Tragen, bevor ich es tausche. Damit macht man dem anderen Trainer nämlich eine doppelte Freude. Ich glaube, damals beim DS haben sie nochmal so erwähnt, wie schön es doch mit drahtloser Übertragung hierzu. Ja, das haben sie, glaube ich, rausgenommen. Einmal Pokémon Center, bitte. Das lese ich jetzt nicht jedes Mal wieder vor. Ist immer dasselbe. Einmal starre Lilly wieder aufwecken. Und hier uns bald wieder. Nein, danke. Du weißt doch, dass Pokémon unterschiedliche Typen wie Wasser, Feuer oder Pflanze angehören, oder? Es heißt, dass die Typen Vor- und Nachteile gegenüber anderen Typen haben. Auch wenn sich bereits 6 Pokémon in deinem Team befinden, kannst du noch weitere fangen. Sie können dann in deine PC-Box geschickt werden.
ermöglicht es mir, immer mehr Pokémon zu fangen. Und es macht jedes Mal ungeheuren Spaß, einen Blick auf die Boxen zu werfen. Nicht. Na, hier ist ein Tutorial, hier wird uns das Nötige erklärt. Im ersten Stock befindet sich der lokale Raum. Dort kannst du zum Beispiel mit anderen Leuten kämpfen und Pokémon tauschen. Okay.